Jo, hi, hi, Leute. Geht weiter. Ich habe was vergessen. Ich brauche ja dieses VM-Stärke, bevor ich jetzt da reingehen kann. Das hole ich mir jetzt eben schnell. Das habe ich vergessen, als ich da war. Jetzt darf ich wieder ganz zurücklatschen. Das dauert auch nicht lange. Ich habe ja meine Speed-Taste. So. Oh, und es leckt gerade etwas. Okay, jetzt nicht mehr. So, hier durch. Hier, hier, hier. Und so. Ich brauche eigentlich nur eben meinen Habitak zum Fliegen. So. Pokémon-Markt. Ach, Center meine ich. So, hier. Pokémon ablegen. Bisaflor lege ich mal kurz ab und nimm mal kurz. Ja, Habitak mit. So. Ich darf jetzt nämlich nochmal in die Safari-Zone gehen. Und dort das Item, oder Item, Goldzähne aufnehmen. Das habe ich vergessen und dadurch kriege ich dann von diesem Altmann hier, das VM-Stärke. Habe ich leider vergessen, tut mir leid. Darf ich das nochmal hier machen? Los, jetzt lass mich rein. So, den Weg kenne ich ja zum Glück. Glaube ich. Ach, jetzt hat sich da Werbung geöffnet. Jetzt hat sich das Bild etwas verschoben. Oh, ey, klasse. So, das müsste gut sein. So, ich möchte flüchten. So, hier hoch. Hier runter, hier raus. Dann hier lang. Wieder oben war das. Hier, hier, hier. Oh, Dodo. So. Owei. Hier lang. Hier hoch. So, wir haben es gleich. Sind gleich da. So, hier lang. Irgendwo hier müsste das Item, ist meine ich, schon liegen. Ach, ich wollte gar keinen Ball einsetzen. So. Goldzähne, wo seid ihr? Das ist, glaube ich, Goldzähne, oder? Nein, ich glaube, das ist das noch nicht, gar nicht. Ich schmeiße jetzt erstmal wieder ein paar Items weg. Was brauche ich denn nicht? Ich brauche das eigentlich alles. Ja. Angel. Wow. Ja, muss ich wohl Top-Genesung wegschmeißen. Nein. Ich schmeiß Übertrank weg. Okay, das war ein TM, das war das Falsche. Ich schmeiß das auch mal kurz weg. Das hier. Nein, Protein. Auch das Falsche. Auch weg. So, jetzt hier lang. Oder nee, das war jetzt, glaube ich, falsch. Oder ich glaube, das war gar nicht falsch. So, Goldzähne. Jetzt können wir ruhig rausgehen. Eben die Zeit verlaufen. So. Jetzt können wir von den alten Opa uns Stärke holen. So, der haust hier unten. So. Wir geben ihm jetzt die, Goldzähne und wir erhalten VM4 Stärke. Das bringen wir auch gleich jemandem bei. Mal gucken, wer kann es denn da lernen. Pinsir. Ja, das ist doch schon mal gut. Dann lernen wir einfach mal Energiefokus. Das brauchen wir nicht. So, dann lernen wir Stärke und dann können wir wieder fliegen. Habitak, fliegen nach. Da. Ja, ich mache das jetzt mal so.
Ach, ich muss mal eben hier Team aufräumen. Also Lapras muss drinnen bleiben, weil wir gleich wieder surfen müssen, aber Habitat kann ja schon mal raus. Ablegen, Habitak. Mitnehmen. Bisaflor. Ja, Bisaflor. So, was ist vorne? Aber ich glaube, ich konzentriere mich jetzt hauptsächlich noch auf Bisaflor und Dickdreh, da die am stärksten sind. Die anderen, die hängen so weit zurück, das kann man nicht mehr retten. Also lasse ich die sozusagen gnadenlos im Stich. Aber egal, was soll's. Ist ja auch nicht schlimm. Die werden sicher verstehen, dass sie zu schlecht für das Leben sind. So, flitzen wir hier wieder durch. Lalala. Surfer, Lapras. Hier wieder hoch, hier. Ditto, brauche ich nicht. So, und in die Siegesstraße eintreten. Oh yeah. So, da muss der Stein mal nicht rein. Setzen wir mal Stärke ein. Pinsir Stärke. So, wir können jetzt Felsen bewegen. Oh Mann, sind wir stark. Wir können Felsen bewegen. Hahaha. Wir sind doch so Oberpro. So. Felsen hier bewegen wir dann einfach mal in dieses Loch hier rein. Ach, wildes Pokémon. So, ein noch, dann so, so. So, ich werde jetzt auch noch die Siegelstraße in diesem Part hier machen. Das muss einfach sein, das gehört sich halt so. Okay, damit kann ich nichts anfangen. Jedenfalls können wir jetzt hier durchgehen. Dann hier links gab es, meine ich, nur Items. Will das Onyx, das können wir auch besiegen. So, schiebe ich mal den Stein hier. Ja, entweder das Item oder das andere Item. Mache ich mal so, nehme das hier. Habe ich ein überflüssiges Item? Nein, ich behalte jetzt einfach alles. Sonderbombe scheiße ich jetzt auch mal einfach drauf. So. Hier links müssen wir lang. Besiegen dieses Onyx und kämpfen gegen diese Trainerin. Sie hat ein Snowbillycut. Ficken wir mal eben schnell. Wir erreichen Level 51. Oh, ein Voluna. Das hat uns Probleme gemacht. Ja. So, Schaufler. Dickdreh. Macht alle fertig. So, jetzt können wir nur noch hier oben lang gehen. Das heißt, den Weg hätten wir schon mal. So, dieser Knosp ist tot, aber wir sind auch fast tot. Setzen wir mal Erdbeben ein, nochmal Erdbeben. Ah, und gegen dich bringt das nichts. So, ja. Diesmal Golbat. Und das war dumm. So und so. Golbat könnte ich vielleicht auch noch nehmen, das ist schon Level 40. Jetzt muss ich hier wieder Steine schieben. Aber zuvor muss ich erstmal wieder Stärke einsetzen. Finden Sie hier Stärke. So, erstmal überlegen, wie muss ich den jetzt schieben? Hier nach unten. Und dann hier hin. So. Mit dem Stein kann ich nichts anfangen. Warum ist Slime auch vorne? Na, ich verscheiße es wahrscheinlich gerade sowieso erstmal jetzt. Ja, gegen den Trainer hier noch. Aber ich glaube, den schaffe ich schon nicht mehr. Da wir gerade etwas, unsere Pokémon sozusagen fast alle tot sind. Außer Golbat. Okay, den Trainer schaffen wir noch. So. Aber am Ende der Straße kommt auch noch unser Rivale, oder? So, Hypno. Hypnotisiert uns und sterben. So. Schlammbad.
Okay, jetzt krepieren wir, glaube ich. Ach, lol. Slime-Mob, was hattest du denn da vor? So, setzen wir Stärke ein. Okay, jetzt haben wir nur noch Lapras. Okay, wir sind tot. Dürfen wieder alles von hier machen. Na egal, die Trainer hätten wir schon mal da vorne alle besiegt. Das heißt, jetzt müssen wir es schaffen. So. Ich werde die Pokémon... Ach, die Siegerstraße ist auch noch in den Part machen. Die dauert nicht lange. Dann werde ich den Part beenden. Und im nächsten Part werden wir dann anfangen mit der Pokémon-Liga. So, Surfer. Surfen wir mal wieder hier durch. Dann hier durch, so. Und wieder rein hier. Weg kennen wir ja jetzt. Muss ich mal wieder Stärke einsetzen. Ja. Onix kann ich besiegen. Das gibt immer viel EP. Ja, 600. So, so. So und so. Dann so. Hier lang. Lalala. So. Und so. So, ohne ich schnell besiegen. Und dann, ja, wilde Pokémon, ich hasse euch. Na, okay, gut, das Ding ist trotzdem weg. Ja, hier durchgehen. Onix bekämpfe ich jetzt nicht, habe ich jetzt gerade keinen Bock drauf. So, hier lang und dann... Boah, da sind solche Kleinkinder draußen, die schreien da alle so richtig. Das geht einem richtig auf die Eier. So, so. Gegen dich haben wir noch gewonnen. Ach, du warst das, okay. Aber jetzt schaffen wir dich. So, 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 so und so und so und so. Geschafft. Dann gehe ich jetzt mal wieder weiter hier lang. Lalala. So, wir kämpfen noch gegen dich, Snubbelikat. Nein, ich möchte nicht wechseln und noch gegen das Entoron. Hier haben wir ein Item, nehme ich nicht auf. Aber gegen dich will ich noch kämpfen. Pantimos, oh, wie süß. So. Auch down. Jetzt musst du heulen. Hallo, heulen. Hier hoch. Ein Omot. Cool. Muss ich eben schauen, wo ich lang muss. Oh, Glutexo. Ja, das könnte jetzt... Ja, okay. Lapras, das müsste down sein. Schlurbuck, das auch. Mann, das war schon nur Black. Lol. Jaul. Lavados. Moin. Ich fange nicht mal einfach mit meinem Meisterball. Meisterball da. So. Haben uns mal hinten Lavados gefangen. Cool. Ey, das regt einen so auf, diese kleinen verfickten Hurenkinder da draußen. So, wie war denn das denn jetzt? Ich muss kurz überlegen. Haben wir noch einen Level 50er Pokémon für die Pokémon-Liga? Das ist auch ganz erfreulich. So. Zerschneider. Zerschneider. So. Ach, warum Zerschneider? Das bringt doch nichts. Rasierblatt, so wollte ich das machen. Schneider.
so. Ach, keine P mehr. Ach, AP. So, ja, heil dich doch. So, jetzt mach Henne. Los, Dick Dreh. Erdbeben. Tot. So, geh ich mal hier lang. Die ganzen wilden Pokémon, die nerven mich so ein bisschen. Und irgendwie habe ich gerade den Faden verloren, wo ich hier bin. Ich gehe mal hier nach unten. Hier war ich schon. Gehe ich hier hoch. Den Ball muss ich irgendwo reinschieben. Aber wo rein denn? Hier vielleicht. Ja, ich glaube, ich muss ihn da reinschieben. Oh, wilde Pokémon. Ich schwöre, ich bock euch gleich alle in die Fresse. So, und ich werde die Pokémon-Liga 8, die Siegestraße noch zu Ende machen, habe ich gesagt. Kommt jetzt alles noch in diesem Part hier. Lalala. Felsen. Ach, jetzt habe ich einen Fail gemacht. Ah, na klasse. Jetzt muss ich eben die Leiter runter und dann nochmal hochgehen. Da müsste der Stein wieder richtig stehen. Ja. Ach, warum Item? Pokémon Stärke. Ich muss ihn auf dieser Ebene hier schieben, weil sonst geht das da hinten gleich nicht um die Kurve. So, so. Ach, jetzt habe ich ein Antivirus gekriegt. Ey, was ist das denn jetzt? Okay, ein noch. So. Dann so, dann so. Dann so, so. So, so, so. Und... so. Lalala. Müsste der Weg hier frei sein? Hier irgendwo der Weg. Oh. Wie diese Hurendinger mich aufregen, ey. So, hier hätten wir noch einen Kampf gegen einen Kingla, Tantoxa und einen Turtok. Und hier haben wir einen Knofensa, einen Ultrigaria und einen Sazenia. Oh. Das ist jetzt nicht so toll. Ich möchte endlich hier raus. So. Muss ich vielleicht auch darunter springen? Hier so. Plupp. Wofür ist der Ball denn? Ach, für da hinten. Okay. Pokémon Pinsir Stärke. Flucht. So. Schieb, 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 schieb. Oh. So. Das hier auch frei. Jetzt können wir hier durch. Hier durch.
Und jetzt kommen wir hier raus. Und jetzt dürfen wir hier noch ein Labyrinth laufen. So, so, so. Und wo sind wir denn hier? Wir sind bei der Pokémon-Liga. Ja. Und genau hier beende ich jetzt den Part vor der Pokémon-Liga. Natürlich speichere ich nochmal eben schnell. Save Game. So. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Tschüss. Haut rein.